Konnichiwa und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4. Sorry, Gashiwa, Günther Shadow Desoro. Wir sind zurück mit dem mächtigen Kaiserreich Japan. Und im letzten Teil, weiß ich nicht mehr, ich sehe nur, dass wir ziemlich viele Kriege angefangen haben. Ich glaube, das mache ich irgendwie, um die Koalition zu verhindern oder so gegen mich. Das kann gut sein, ne? Patani ist der nächste Kriegsgegner. 97 sind sie reif, gefolgt von Kangra. Kangra könnten wir tatsächlich sogar platt machen. Müsste ich mir mal überlegen, ob wir das machen. Okay, was haben wir hier? Ich habe, glaube ich, noch nichts gemacht zwischenzeitlich. Ich weiß nur auf jeden Fall, dass ich hier definitiv die Typen da weghauen muss. Bis auf dem Weg nach Altai. Dann ist es aber eigentlich Quatsch, wenn ich dich jetzt weiterlaufen lasse, ne? Oder? Naja, egal. Ich wollte mir so ein paar andere Sachen angucken. Ich habe noch ein bisschen was aufgeschrieben. Nummer 1, Orissa beleidigen. Ich gehe mir jetzt mal gerade meine Liste durch. So. Pegu. Anspruch fingieren. Bevor ich es vergesse, ne? Dann kannst du nämlich wieder zurückkommen. Dann. Frage ist, ob ich Kokant Geld schicke, denn Kokant ist mittlerweile. Also, ich habe mir. Das Einzige, was ich jetzt hier gemacht habe, war, ich habe mir tatsächlich einfach mal den Spielstand angeguckt, ohne dass ich hier weiter gespielt habe und einfach nur so ein bisschen auf der Suche war nach dem, was so gerade sich ereignet, was ich übersehen haben könnte. Das empfiehlt sich einfach hin und wieder mal so, ne? Wir sehen's. Missionar arbeitet daran, hier Kokant shintoistisch zu machen. Das finde ich eigentlich ziemlich geil, oh. Coole Sache auf jeden Fall für uns. Werden wir gerne dranbleiben. Dann schwere Schiffe nach Kutai schicken, habe ich noch hier stehen. Weil die stehen momentan zwar auf Flotte jagen, aber die müssen hier den Hafen blockieren. Das macht ihr am besten zusammen, Mädels. So, dann habe ich mir überlegt, wir könnten mal unsere Haltung gegenüber Ming auf neutral ändern. Momentan sind wir nämlich noch aufmüpfig, oder wie auch immer das da heißt. Machen wir jetzt mal auf neutral. Dann Produktionsführer, Seide, Kultur. Ah ja, genau. Also, wir könnten versuchen. Wo haben wir es? Handel vielleicht? Strategische Güter, genau. Warum? Achso, der ordnet es jetzt irgendwie alphabetisch oder was? Sehr, sehr merkwürdig. Okay, dann bleiben wir beim Namen. Wir könnten versuchen, Produktionsführer im Bereich Seide zu werden. Da sind die Ming momentan noch besser als wir, aber das bringt uns eine zusätzlich akzeptierte Kultur. Und das ist gar nicht mal so unwichtig für uns als aufstrebendes riesiges Weltreich. Ja? Wir sollten also in Zukunft auch wirklich versuchen, hier ganz konkret Handelsgüter wie Seide strategisch zu erobern. Ne? Also insbesondere hier in der Ecke, hier gibt es eine Menge Seide, da wollen wir gerne an die Produktionsvorkommen und vielleicht auch hier noch dran in Bälde. So, okay, soweit erstmal so schlecht. Dann lasse ich dich erstmal hier hinlaufen. So, und dann schicken wir dich. Ich weiß nicht. Ich glaube, die schicken wir mal gar nicht darunter. Das müsste nämlich eigentlich ja so schon reichen, oder?
langt doch im Endeffekt, wenn wir da so ein kleines Grümpel für nehmen, ne? So, und jetzt müssen die doch alle da am Start sein. Genau, die bekommen wir doch jetzt alle, ne? Da bin ich eigentlich ziemlich sicher. Okay, und du wartest hier auf die anderen Kollegen. Denn wenn wir hier die Truppen mitgenommen haben, dann laufen wir hier runter und holen uns Magala zurück. Ja, wobei, warum nicht, ne? Vielleicht gar nicht so doof von der Idee her. Okay, das waren jetzt erstmal so die wichtigsten Sachen, die ich mir hier aufgeschrieben hatte. Erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, definitiv nicht. Was sind das hier alles für Truppen? Das sind 5 Regimenter, ne? Aber ja, da ist auch ein General drin. 220 hat der Bursche. Ja, gar nicht so schlecht. Wir müssen auch gucken, dass wir bald nochmal Krieg gegen Russland führen, denn wir brauchen wieder Machtprojektion und Russland ist unter Umständen noch ein ganz gutes Opfer. Viele Rebellen. Ogasawa da versucht uns hier so ein bisschen auf den Kopf zu steigen. Warum eigentlich? Okay, ist fast nicht existent, ne? Haben wir dann sogar noch ein bisschen Zeit. Wir könnten uns auch überlegen, ob wir hier die Kriegsmüdigkeit erstmal nochmal reduzieren. Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher. Was wollten wir hier eigentlich? Ja, dann läuft einfach nur mal nach Sibu und dann holen wir da die Truppe ab und landen die Einheiten woanders. Ich versuche jetzt gerade noch so ein bisschen hier rumzutaktieren. Ja, ist ansonsten alles eher wenig spektakulär. Wir haben halt einen großen Teil unserer Truppen gerade gegen hier gebunden. Ich will, dass die Armee anders heißt. Das kann aber ruhig dieselbe Armee bleiben. Denn ich würde gerne nur meine Kolonialarmeen mal umbenennen. Das mache ich gerade offscreen. So, mir fiel ja gerade auf, dass mir hier ein Infanterieregiment fehlt, um hier die Aleuten zu sichern. Und dass du sowieso hierhin laufen musst, ich weiß gar nicht mehr, aber irgendwie ist es komisch gerade. Vielleicht habe ich hier echt total viel übersehen, ich hoffe es einfach mal nicht, ne? Ja, zumindest scheint sie so halbwegs zu laufen. Ich meine, die sind ja jetzt auch nicht so aggressiv, ne? Ja. Okay, gut. Ich glaube, das Wichtigste habe ich jetzt gemacht. So, Spiel speichern, um auf Nummer sicher zu gehen. Nur falls hier irgendwas passiert. Wir haben echt gerade viel Geld. Da stellt sich mir die Frage, ob wir das denn nicht mal sinnvoll in ein paar Gebäude investieren wollen, ha? Wie sieht es aus mit Tempeln? 1,6 ist ja immer ganz gut, ne? Alles über 0,1 ist ja nice, ne? Also hier Werkstätten. Ichizen auf jeden Fall. Suo könnte auch gut sein. Also es bringt zwar nicht so viel, aber ich will ja mehr Seide produzieren, ne? Porzellan übrigens auch. Müssen wir auch mal gerade gucken. Lassen wir mal auch so ein bisschen an Handelsgütern sortieren. Das könnte sich ja echt noch lohnen. Salz kann man so abschminken, das werden wir nie hinkriegen. Tee wäre auch noch ganz cool. Porzellan bringt halt so unglaublich wenig, ne? Unglaublich wenig Geld. Kaffee, lecker, lecker, lecker. Okay, pass auf, dann nehmen wir noch die Seide aus Suo mit. So, wir haben ja momentan gerade ein bisschen Geld. Gerichte, Unterhalt für Staatenautonomie. Kyoto gerne. Ichigo auch gerne und Iwami sicherlich auch nice. Lassen wir mal noch weg.
Dann müssen wir auch noch ein bisschen auf unsere Rekrutenreserven. Ne, müssen wir gar nicht mal so krass achten. Marktplatz. Johor, okay, machen wir. Machen wir auch noch. Ich muss ja natürlich irgendwann noch diese Institution durchsetzen, aber ich glaube, das werde ich über Kredite regeln. Also, ja. So, und dann bauen wir noch hier. So, dann bauen wir noch hier ein paar Gebäude. Also verbraten wir das Geld mal gerade richtig, also mehr oder weniger sinnvoll. Untergebene. Khmer ist fast wieder happy mit uns. Das ist schon mal ganz gut. Ja, lass mal aber erstmal so weiterlaufen. Okay, dann können wir jetzt die Pause raushauen. Boah, hat das lang gedauert, ne? Und zwar jetzt, und ich muss gleich auch wieder Pause machen nach ein paar Tagen, ne? Oder machen wir den jetzt erstmal weg? Ach krass, ne, der hat das Ding da gekriegt. So, ich schließe mich dir mal gerade an. Willst du was machen? Den schaffst du, ne? So, wir haben einen Eroberungsgrund gegen Pegu, das ist super. 12 militärische Macht wollen die Minge jetzt von mir haben, okay. Ogasawara und Kangara hat sich jetzt nicht so spektakulär verändert. Wen wollen die jetzt nach? Taschkent oder was? Okay, ja, dann lauf da halt mal hin. Kann der eigentlich abhauen? Das ist mir noch ein bisschen schleierhaft. Egal. So, du bist jetzt Kolo 4. Da ist keine Landbrücke. Hau ab. Fies. Okay. Müssen wir gleich mal gucken. Dann, ja. Ich finde das echt doof, wenn der das hier jetzt so schnell packen würde. Ich finde das echt mega doof. Das wäre mir überhaupt nicht recht. Naja, aber wir haben ja noch ein bisschen. Wir haben ja noch eine kleine Chance. Warte mal, bleib übrigens noch gerade da. Machen wir gerade nur die Hälfte davon, ne? So, weil die anderen, die schicken wir dann gerade mal da hoch. Und dann sollen die das mal machen. Der will da so sich rumschlängeln, okay. Meine Diplomaten sind angekommen. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich mit denen mache. Muss ich mal ganz kurz inspizieren. Moment. Ja, also auf Pasai haben wir noch einen Anspruch. Aber wir haben halt auf Kangra keinen, glaube ich. Und deswegen fingieren wir noch einen Anspruch auf Kangra. Das brauchen wir dann eher. Also, das halte ich hier für eine ganz sinnige Sache. Wir könnten auch übrigens jetzt gerade schon mal hier unseren Krieg gegen, wir könnten auch unseren Krieg gegen Brunei, oder was ist es? Gegen Kutai, den könnten wir auch schon mal beenden. Das ist halt alles noch nicht so wirklich cool, weil wir haben halt hier herbe Verluste bei unserer Infanterie gehabt, ne? Ja, ich weiß halt noch nicht.
Lauf du mal mit dazu und dann läufst du mal wieder da hoch. Das ist echt nicht so cool. Was willst du halt mit diesen Brunei-Nationalisten machen? Wir können uns in Sibu verschanzen. Was vielleicht nicht so schlecht ist. Denn, nee, ich komme aber nicht mehr. Ja gut, also er würde ja wahrscheinlich dann hier rumlaufen und hier alle möglichen Sachen belagern, ne? Also das einzige Dumme für uns ist halt hier, wir haben halt hier diese Provinz nicht mehr in der Tasche. Das ist halt Kacke, ne? Ja, das ist echt nicht gut. Das gefällt mir überhaupt nicht. Weil ansonsten könnten wir halt jetzt schon den Frieden machen, ne? Das Dumme ist, wir werden diesen Typen da halt nicht los, ne? Wir gucken uns das noch ein bisschen an. Ja, Chagatai besetzt halt irgendeinen Dödelkram. Löst du, der läuft jetzt auch da hoch. So doof, ne? Komm hier. Lauf mal da rum. Nimmst du den noch mit? Besorg dir hier mal ein paar Provinzen. So, einmal da, einmal da. Ne, das macht die KI ganz gerne. Die läuft einfach mal, was das Zeug hält. Ungarn hat ein goldenes Zeitalter begonnen. Ja, ich glaube, wir können diese Truppe hier zusammenschließen. Das wird zu lange dauern. Bis der Knabe hier jemals wieder irgendwas sehen kann. Da sollten wir lieber direkt hier nochmal ein paar Regimenter rekrutieren, ne? Das erscheint für mich da echt ein bisschen sinnvoller. Gut, dann besetzt der halt Taschkent. Im Endeffekt ist mir das egal. Ich kann es halt nur noch nicht so lange fordern, ne? Aber Talas ist deine Hauptstadt. Das ist von mir aus in Ordnung. Wenn das kirgisisch und sunnitisch ist. Ich würde aber gerne halt noch warten, bis ich dir die Provinzen gebe. Weil wenn ich den jetzt größer mache mit den Provinzen, hat er weniger religiöse Einheit. Und das ist halt wiederum nicht so geil, ne? Auf der anderen Seite denke ich mir wirtschaftliche Maßnahmen. Was spreche denn gegen so ein kleines Geschenk? 50 Kröten. Schicke ich dir mal. Mach was draus. So, jetzt erwische ich ihn, aber hoffentlich. Und den Typen erwische ich jetzt hoffentlich auch. Ja. Okay. Dann können wir hier oben mal gerade schauen. Hallo? Ich kann dir hier mal okay sagen. Wir schauen mal, welches Schiff das jetzt übernimmt. Du natürlich, das ist mir so klar, ne? Auch sehr schön doof. Okay, Kangra-Nationalisten, 25 Stücker. Auch nicht verkehrt, ne? Ich glaube, die packen wir ganz gut. Die auf jeden Fall auch. Unsere Flotte wird angegriffen, weil wir einen Teil seiner Armee erobert haben. Oder, Entschuldigung, weil wir eine Provinz von ihm eingenommen haben. Und zwar da, wo seine Flotte stationiert war. Ja. Hier drüben. Das wird relativ schnell vorbeigehen. Weil die Schiffe haben da keine Chance, ne? Vor allen Dingen nicht gegen unsere schwere Flotte. Ja.
100 Jahre, bis der da oben ist, ne? Vor allen Dingen hier in meinem Spieltempo, ne? Spaß beiseite. Ach, guck mal da, Punch-Up kommt mit dazu. Nice. Also wir haben momentan genügend Rekrutenreserven, dass wir uns das hier leisten können, ruhig mal mit so einer ganz regulären Armee hier zu belagern. Ich müsste jetzt halt endlich mal diese Festung einnehmen, damit ich eine weitere Armee da unten locker bekomme, ne? Also klar, dass es bei 57% steht, ne? So, und wo belagert Tirhut jetzt bitte unsere Festung? Ach, da? Nein, weil, hör auf, der hat gar keine richtige Flucht bekommen. Oh, cool, dann kriege ich ihn ja jetzt. Unser Diplomat ist übrigens wieder da. Unsere Armee wird angegriffen da drüben. Juhu. Oh, der kriegt einen schönen Malus. Gut. Obwohl, nee, warte mal, lauf doch auch mal hier runter. Wenn der jetzt nicht von den Rebellen gesmited wird. Oh wei, hör auf, ey. Der kommt da nochmal davon. Das ist echt eine hodenlose Unverschämtheit. Ach, guck mal da. Okay. Wir machen es etwas anders. Das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht. Lauf mal nach Kokant. Und du läufst mal auch nach Kokant. Das ist definitiv besser. Du läufst mal bitte auch nach Kokant. Dann treffen wir uns da und dann machen wir da mal diese Adelsrebellen platt, die aus irgendeinem Grund hier total wahllos in Trash belagern, den wir überhaupt nicht gebrauchen können. 71% habe ich jetzt mittlerweile sogar. Sehr hervorragend, das wird immer besser. Also die Werte werden immer höher, das ist doch was Gutes, oder? Ja, das wird sich jetzt ein bisschen hinziehen, dieser ganze Krieg hier. Und ich kann eigentlich hier die Jungs noch nicht komplett entbehren. Au, aber ich glaube, ich habe die Festung hier eingenommen gerade. Was schon mal mega genial ist. Jetzt tue ich mich mal hier hin. Und du hier hin. So, wo läuft er jetzt hin? Ah, jetzt habe ich ihn endlich gekriegt. Und der kriegt mich jetzt auch, oder? Das wusste ich so klar, oder? Das war so klar. So eine lame Scheiße, das muss man einfach mal sagen. Oh, wow, 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 wow. Naja. Wir schicken die anderen Regimenter darunter. Dann belagern wir jetzt den Rest. Wenn mein Agenten Orissa es entdeckt. Ich könnte jetzt hochtacken, aber 2600 kostet mich der Spaß. Boah, ja.
Der wird wahrscheinlich noch 2 Monate warten, bis er was macht. Dann warten wir jetzt noch. Entweder greift er uns in Sibu an. Oder nicht. Er wartet, bis die Festung hier voll ist, ne? Das war ja eine unverschämte Frechheit, auch wieder mit diesem mit dieser riesen Armee, mit der da ankommt, ne? Wir kriegen hier eine Flussüberquerung, das macht aber nichts. Ich könnte theoretisch noch versuchen, Taschkent an meine oder warte mal, komm, schick noch ein kleines Regiment hinterher. Ich könnte theoretisch noch versuchen, Taschkent zu übertragen an Kokand, aber ich glaube nicht, dass das was hilft. Okay, verlieren 20 Prestige, 2 Grundsteuer in Johor, 50% Lokalautonomie, das ist scheiße. Isolationist, 10 Prestige verlieren. Drastisch in Richtung Isolationist, 5 Prestige und 10 Legitimität bekäme ich. Wir bekämen Grundproduktion in Johor. Was theoretisch gar nicht geht. Es sei denn. Ich pumpe den mit 2. Ja, ist halt scheiße, aber. Also die Friedensverträge, die wir schließen werden, die bringen uns auf jeden Fall ein ausreichendes Pensum an Geriebenem ein. Lass die Deppen halt weiter Provinzen besetzen da hinten. Sollen sie machen. Also das ist alles Gammelzeug, Gammelfleisch da hinten, um es mal so zu sagen. Du kannst auf jeden Fall schon mal rüber. Und du kannst schon mal rüber. Und da sind auch Kanonen drin, ne? Und du kannst dann auch schon mal rüber. Dann separat friedifizieren wir die nämlich alle raus. Du kannst jetzt dahin. Und ich werde dann mal mit dir. Was muss ich denn hier im Idealfall machen? Da sind ja massig Kanonen dabei. Muss hier auf See, musst du, damit wir da blockieren können. Und da muss ein General rein, der belagern kann. Also keiner von unseren Jungs kann das so wirklich gut. Dann kannst du mal gerade hier die Trüppchen draufsetzen. So. Dann gehst du schon mal nach Tschatschuk. Die Ming wollen Zeug von uns. Bamanes, Meinung minus 10, Spionagenetzwerk minus 10. Ich verliere 20 Diplomat oder. Die kriegen größere Spionagenetzwerke, ist mir egal. Aha, da war dieses komische Ding. Wie heißt dein Anführer hier? Yoshinori. Ach, das ist mein. Ah, oh, okay. Ich wusste gar nicht, dass das mein Erbe ist, den ich da drin habe in der Armee. So. Gehen wir bitte auch hier dazu. Afghanistan hat Kora seinen Krieg geklärt. Brunaische Nationalisten haben dich besetzt. Das ist mir insofern egal, weil ich jetzt mit dir erstmal einen Frieden machen kann.
Ich nehme dein ganzes Geld. Ich nehme Kriegsreparationen. Das habe ich vorhin mal schon mal eingestellt. Ich verlange, dass du diese Rivalität beendest. Ich könnte jetzt noch Sibu nehmen. Das Ding, also wir gucken mal gerade auf die AE, die ich bekomme. Ich bekomme halt gegenüber Malakka nochmal AE, was nicht ganz so gut ist. Aber ich müsste es ja schaffen. Ich bekomme ja bis 1606 mit dir nochmal einen Frieden, ne? Ist also eine Lösung. Kann man so machen, glaube ich. Wobei ich so halt gar keine AE bekomme. Und ich habe dann mit dir Frieden bis 1605. Das ist eigentlich auch ausreichend. Ich bekomme immerhin 7 Prestigepunkte. Also bekomme ich halt auch nochmal mehr Prestige. Ne? Gegenüber Kutai bekomme ich 31. 6 gegenüber Chagatai, Patani. Aber das sind alles schon so. Das sind alles schon so Koalitionskandidaten, ne? David auch ein Koalitionskandidat, ne? Also. Ich sehe das hier nur problematisch, weil Gondwana da noch mit drin wäre mit 54 und Delhi mit 52. Delhi bekommt minus 6. Warum Delhi? Gleiche Religion oder was von dem Scheiße hier? Dürfte eigentlich nicht, oder? Oh, aber Delhi ist so schwach, ne? ...1599 Ende der Waffenschische mit dir. Ja. Aber doch, die sind sunnitisch. Dann liegt das daran, ne? Das bringt 4,5... Kostet 70 Atmen, macht das Ding zu koren. Das ist eine 18 Grundsteuerprovinz. Die ballern dann halt nach wie vor alles an Punkten, was sie haben, da rein, ne? Ich könnte ihn theoretisch auch vasalisieren in einem weiteren Schritt, ne? Ja, ich habe viel hin und her überlegt und es ist im Bereich des möglichen Sibu zu nehmen, ohne dass der ohne dass der Shitstorm über mich hereinprasselt, ne? Das geht auf jeden Fall. So. Hau mal ab mit dem Friedensangebot hier. Die Kohle behalten wir jetzt. Ich gebe jetzt erstmal nichts mehr weiter aus. Ich glaube, ich muss hier... Ja, Chukchak. Das wollte ich gerne haben, ne? Musst du voran... Oh, der kommt gut voran gerade. Da sollten wir hier echt noch ein bisschen warten, ne? Mit Chagatai. Wir gucken also, dass wir erst die anderen Kriegsparteien platt bekommen. Wir haben den Kriegsgrund gegen Kutai verloren. Es ist ja Ende der Waffenschildchen mit Patani. Das wird knapp. Die müssen wir auch versuchen, schnell zu kriegen. Der hat 3-3, ne? Das ist ja eigentlich ausreichend. So, wir haben die nächste Mission mit Böhmen geschafft. Erobert Gishiga. Muss ich mal gerade gucken, wo das ist.
Ach, da hinten? Ich glaube, das ist okay. Das ist okay, das geht. Das ist halt sehr weit weg, ne? Wir können die aber auch ruhig noch ein bisschen kolonisieren lassen gerade. Das ist jetzt auch nicht so wild. Die Kollegas hier, die werden sehr bald kommen. Deswegen... Oh Gott. Soll ich das jetzt riskieren, das Ding aufzuschießen? Nee, ne? Machen wir noch nicht. Ich blockiere hier weiter den Hafen und wir schießen das Ding nachher kaputt. Wir holen stattdessen unsere Flotte von hier oben runter. Und werden versuchen, Brunei zum anderen Zeitpunkt freizuhauen. Ich habe halt hier noch viele mögliche Kriegsgegner wie Mewa drin. Die Mewa muss ich unbedingt rausbekommen. Was war mit Patiala eigentlich nochmal? Die sind hier unten, ne? Die gehen hier hinten. Ja. Mewa schloss ein Bündnis mit Tirhut. Aha. So, der hat hier einen schönen Zweier-Malus drin. Du kannst eigentlich schon mal hier runter. Und... Also, jetzt müssen wir hier im Eiltempo darüber. Ah, 42%, okay. Ja, jetzt kommt er. Ich hätte hierhin zurücklaufen sollen, ne? 6. April, 3. April, schaffe ich nicht mehr. Schade. Ja, war halt eine Idee, ne? Okay, die sind weg. Wir teilen das auf. Und zwar einmal hier. Und wo ist... Mewa ist hier unten, ne? Ja, okay. Wir haben halt den Nachteil auf den Wurf, aber im Prinzip haben wir die bessere Armee mit der höheren Moral, ne? Ja, ja, hol dir eine Provinz da zurück. Das wird dir nicht viel bringen. Ich muss überlegen, was ich mit dem anderen Diplomaten jetzt mache. Also ich kann hier das Ding fordern, wenn Kokant noch ein bisschen weiter ist, aber ich kann Kokant halt auch nicht komplett überfordern, ne? Das ist hochproblematisch. Wir sollten stattdessen versuchen. Wir sollten stattdessen versuchen. Finde ich. Mal nochmal mögliche Ansprüche abzuchecken. Khmer ist uninteressant. Delhi ist als nächstes auch wieder dran. So, Kangra geht erstmal so. Dann kannst du schon mal zurückkommen. Delhi. Ist der nächste. Das hat ein bisschen was an Rekrutenreserven gekostet, ne? Oh, immer noch 42. Sehr ärgerlich. Verlieren wir 143 Dukaten oder bekommen wir 25 lokale Autonomie? Wir verlieren Geld. Wie jeder gute Herrscher. Orissa hat die Schulden von Hormus beglichen. Ja, wenn das so weitergeht, hat er mich bald, ne? Ah ja, gut, die Armee habe ich wieder. Das heißt, du kannst direkt mal hier an Bord des Schiffes kommen, denn du kannst rüber nach Dingens. Wir müssen nämlich gleich Krieg gegen Patani führen. Da endet nämlich bald der Waffenstillstand. Im Idealfall setzen wir dich aber
Shit, ich habe nichts davon, wenn ich da unten hingehe, weil da komme ich nicht an Orisa vorbei, ne? Ich muss tatsächlich hier hin. Den Diplomaten muss ich jetzt da behalten, weil es könnte zumindest mathematisch noch möglich sein, dass ich diese Festung bekomme, bevor sie 100% erreicht. Ich muss echt sagen, dieses Truthing, um Rebellen zu verhindern, das ist echt mega anstrengend. Regimenter Malakka Nationalisten, das ist nicht dein Ernst, ne? Selangor, Malakka und Johor. Tja, scheiß doch drauf, ey. Hau mir hier die Autonomie rein. Es ist halt kacke, aber ich sehe da auch nicht die große andere Möglichkeit, hier mehr zu machen, ne? Pasai hat Ayutthaya rivalisiert, das ist doch schön. Du kommst mal aus Böhmen zurück. Also unseren Diplomaten holen wir da mal zurück. Deli Ayutthaya ist der nächste Kandidat dann. Bitte hier ein Spionagenetzwerk aufbauen und dann nimm da bitte einen guten General mit und greif den hier mal in der Steppe an. Der kriegt jetzt zwar einen Kampfbonus, aber er hat fast nur Infanterie. Wir müssen es also trotzdem schaffen. So, unsere böhmischen Freunde hier finden wir gut. Auch wenn sie noch nicht wissen, dass es uns gibt, wir können sie auch nicht heiraten, was schade ist. Das wird dann wahrscheinlich noch ein wenig dauern. So, dann kommen wir jetzt mal hier mit rüber. Ach ja, Kriegssteuer können wir verlängern. Super, wir haben hier 99 Kriegsstand erreicht. Dann werden wir jetzt mit Jharkhand erstmal einen Frieden machen. In 88 Tagen, wenn unser Diplomat zurück ist. Wenn sie wahrscheinlich diese Festung eingenommen haben werden. Das ist so lachhaft. Lauf mal bitte hierhin. Ich sag's euch, echt jetzt. Der schafft das mit 21. Nee, doch nicht. Ah. Oh gut, er hat ja noch zwei Versuche. So, diesmal packen wir die Flotte von Dingens aber. Gut, easy. Hoch und wieder zurück. Ah, wir kriegen 100 Bevölkerung in Yuin. Gut. Zeig mir das mal. Ah ja, schön. Dann können wir da doch eigentlich noch einen Kolonisten hinschicken, ne? Weil wir ja momentan noch das zusätzliche... Wo sind sie denn? Da. Weil wir momentan noch das zusätzliche Kolonialwachstum haben, müssen wir das eigentlich halt ausnutzen, ne? Und hier jetzt möglichst schnell die Australien größer machen, damit wir da unseren Händler bekommen. Es ist halt extrem kacke für uns, weil wir hier keine... Wir können hier keine Handelskompanien einrichten, weil wir eine asiatische Nation sind. Das ist halt extrem kacke. Deswegen haben wir hier wenig... Finanzierung oder wenig Möglichkeiten hier finanzielle Wertschöpfung zu betreiben. Das ist echt nicht gut. Bitte fass mir die doch mal zusammen. Den da kannst du eigentlich mal auflösen. So viel brauchen wir gar nicht. So, wann kommt mein Diplomat zurück? In 39 Tagen. Jetzt hat er dann. Längst hat er das dann. Längst hat der Bursche das. Mal gerade gucken.
Er hat ja auch alles gegeben, ne? Also ich habe zu seiner Hauptstadt, aber das wird mir ja nichts bringen. Okay, Autonomie erhöht. Er ist in ganz vielen Provinzen ausgelaufen. Ah, er hat es doch nicht gekriegt. Nice, ich habe auch Glück gehabt. Kalkan-Nationalisten, 36 Stück. 0,7 Jahre, aha. Ja. Okay, gut. Ja, dann muss ich die wahrscheinlich noch vorher platt machen, ne? So, der Diplomat kommt an. Wir werden jetzt hier erstmal mit Jharkhand Frieden verhandeln. Und zwar hätte ich gern Kriegsreparationen. Du wirst die Bündnisse annullieren und wirst mir all deine Kohle geben. Ja. Sehr schön. Dann sind die nämlich auch schon mal raus. Das Dumme ist, sie sind halt ein Ming-Tributstaat, aber ich kann damit nichts anfangen. Okay. Chagatai ist im Eimer auf jeden Fall. So, dann können wir das Teil zurückholen. Ich denke dann darüber nach, dass wir vielleicht hier diese Provinzen wieder mal frei bekommen. Mings Meinung verbessert sich und wir bekommen mehr Vertrauen. Boah, ich habe eigentlich überhaupt kein Interesse daran. Ming kann mich so scheiße finden, wie sie wollen. Also die können mich echt so scheiße finden, wie sie wollen. Ich glaube, mein Sohnemann will was von mir. Müssen wir gleich mal gucken. Nur das Ding ist halt, wenn die mich als Tributstadt hier aufkündigen, das werden die nicht machen wollen. Also so wahnsinnig sind die jetzt auch nicht, ne? Lol. Das ist mein Sohnemann, der hier an die Tür klopft. Okay, gut. Ich glaube, das wäre dann jetzt der Zeitpunkt, um den Frieden hier mit Chagatai zu machen. Und das müssten wir. Moment. So. Dikors bekommt auf jeden Fall unser Untergebener. Ich bekomme auch gerne noch all dein Geld. Kriegsreparation will ich auch. Dann weiß ich nicht, will ich nur, dass du irgendwas entlässt. Lol, Timmy. Nee, Timmy entlässt du bitte nicht, mein Freund. Kernprovinzen haben wir gemacht. Ansprüche aufgeben, können wir alles lassen. Kokand will ich nicht. Das lassen wir mal. Usbekisch. Alles, was usbekische Kultur hat, könnte der gut finden, ne? Ich guck mal gerade. Na, das kann ich jetzt nicht mehr übertragen, weil da die Deppen drauf sind, ne? Aber wir können ja mal schauen, ob das hier vielleicht irgendwie geht. Ist ja nur ein Versuch wert, ne? Das ist jetzt alles kasachisch und kirgisisch, aber es macht ja nichts. Ich schau mal, was davon machbar ist. Ja, guck mal da. Das würde der auch alles nehmen. Guck mal da, das nehmen die alles. Das ist halt mega cool, weil ich krieg keine AE dadurch. Mega. Er hat halt nachher eine religiöse Einheit von zwei. Das heißt, er wird meine Hilfe brauchen ohne Ende. Ah, die will er dann wieder nicht mehr, ne? Das heißt, er würde wahrscheinlich das auch nehmen, oder? Nee, würde er nicht. Okay.
Mehr nimm da nicht. Mehr nimm da nicht. Okay. Ja, bei Samarkand weiß ich nicht, ne? Ist aber eigentlich auch egal. Wir sind bei Pound 50. Dann machen wir Rivalität beenden hier. Dann machen wir Kernprovinzen aufgeben. Da sind wir bei 93%. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wir kriegen einen schönen langen Frieden mit dir. Bis 1611. Schieß den Gummi ab. So. Kokand. Na, Religion durch Gesetz ist halt immer noch hier der große Modifikator, aber das geht eigentlich noch. Das geht eigentlich noch. Hauptsache nur, ich krieg keine AE. So. Ja. So, und dann sehen wir, wo wir die dicke AE haben, halt, ne, mit Pasai und mit Dingens hier, ne, mit den Staaten hier. Gondwana ist noch problematisch, wird vielleicht nicht unbedingt drauf jumpen. Und ich glaube echt, wir holen uns einmal die niedrigere Kriegsmüdigkeit, weil wir sind sofort wieder im nächsten Krieg drin. Selbst wenn ich jetzt hier rausgehe, selbst wenn ich jetzt hier rausgehe, wir sind sofort wieder im nächsten Krieg mit drin. Gut, okay. Ja, also es ist jetzt leider nicht ganz so viel passiert. Wir haben halt Kokand noch mal ein bisschen größer gemacht. Ich finde es das interessant, dass die also hier Usbekisch und Kasachisch genommen haben, aber ab hier dann aufgehört haben. Vielleicht hat es auch was mit der Überdehnung zu tun, die sie gekriegt haben. In jedem Fall für uns ganz cool. Ich finde es gut, wenn wir mit denen, wenn wir die irgendwann annektieren können. Die sollen jetzt erstmal Uskent noch konvertieren. Das ist hier sicherlich ganz wichtig. Bei einer möglichen Revolte müssen wir halt sofort da sein. Punjab bekommt ja noch andere Kernprovinzen. Dauert noch ein bisschen. Ja. Aber die haben auch schon ganz gut. Die haben schon ganz gut konvertiert. Das ist immerhin toll. Gleiche Religion, ne? Ist immer ein guter Modifikator hier. Duaba fehlt noch. Machen sie vielleicht noch demnächst. Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Teil mit euch. Es wird kriegerisch weitergehen. Bis dahin sage ich erstmal macht's gut und Matane.